Aviation Ethics, Growth, Gain, Greed and Guilt. Da war ich jetzt stolz, dass ich vier Worte im Englischen gefunden habe, die alle mit dem G anfangen. Das heißt dann G hoch 4 und vier Symbole. Was das bedeutet, sehen wir gleich. Hintergrund, Definition, dann geht es um Philosophie und dann um Business Ethics mit einigen Case Studies. Ford Pinto, Airbus, Bestechung, Boeing 737 MAX, da weiß jeder, was gemeint ist. Lufthansa, Delayed Ticket Refunds und dann die Luftfahrtindustrie insgesamt, Lügen über die Kabinenbelüftung. Und dann komme ich da zum Schluss. So der Hintergrund, wie komme ich jetzt überhaupt darauf, die Philosophie damit reinzubringen? Ich habe in USA nicht nur meinen Master gemacht, sondern habe da so ein bisschen nebenbei auch noch Philosophie studiert. Bin da in die Keller der Bibliothek gegangen und habe mir die alten Lederschinken angeguckt und gelesen, die alten Deutschen, die da standen. So bin ich zur Philosophie gekommen und es ist mir tatsächlich auch schon mal gelungen, mit Philosophie Geld zu verdienen. Und zwar habe ich einen Eintageskurs, den ich wenige Male sogar gegen Geld halten durfte. Das hat mir viel Spaß gemacht. Dann ist es so, können Sie sich vorstellen, wenn ich so rede und meine Vorlesung mache, sei es jetzt Flugzeugentwurf, Flugmechanik oder Flugzeugsysteme, da kommen immer so ein paar kritische Gedanken vor. Und bei dem Flugzeugsystem mit dem Kraftstoffsystem und den Sachen, die da drin wachsen, frage ich dann auch nach außerirdischem Leben. Und dann habe ich irgendwie so ein bisschen eigene Forschung gemacht, brauche ich ja kein Geld für, wie ich sagte. Und ein Thema heißt Aircraft Cabin Air Contamination. Da gehe ich jetzt aber nicht drauf ein. Flying during the Corona Pandemic, das ist die Belüftungslüge. Da gehe ich dann schon nochmal drauf ein. Dann hatte ich mich etwas aufgeregt über den ICAO Annex 16, Environmental Protection Volume 3, CO2 Certification Requirements. Da bin ich nicht allein. Da gibt es noch andere Leute, die sich darüber aufgeregt haben. Da sind nämlich die CO2 so bescheuert definiert, dass man da jetzt also wirklich keinen Blumentopf mitgewinnen kann. Es ist eben eine große Vertuschungsmaßnahme da der Industrie. Aber auch dort reden wir nicht davon. Zeigt aber so ein bisschen, womit man sich beschäftigen kann, wenn man nicht darauf aus ist, Geld zu verdienen mit der Forschung oder Geld einzunehmen. Definition. Ja, die vier Gs oder G hoch 4. Growth, mit anderen Worten Revenue, is the increase or decrease in a company's sales from one period to the next. It shows trends in the business. Also der Umsatz und das Wachstum der Umsätze ist damit gemeint. Dann kommt mit vielen Umsätzen dann hoffentlich auch ein Gewinn oder Profit. An exchange profit or a favorable stock price change leads to a gain. Also gain ist dann der Kursgewinn, wenn man genau hinschaut. A profit is similar, the difference between revenues and expenses. Also Einnahmen minus Ausgaben ist der Gewinn. Und wenn ich viele Gewinne haben will, dann werde ich irgendwann vielleicht gierig, wenn mir die Gewinne nicht reichen. Das kann man auch Habsucht nennen auf Deutsch. Und definiert ist das denn bei Merriam-Webster's. A selfish and excessive desire for more of something such as money than is needed. Und wenn man jetzt viel Wachstum hat, und damit auch noch schöne Gewinne gemacht hat und der Shareholder Value war dann immer noch nicht hoch genug und man wird dann noch habgierig, weil es immer noch nicht reicht, dann ist man natürlich bereit, alles Mögliche zu machen, um sein Ziel zu erreichen und dann verstrickt man sich aber in Schuld. Und im schlimmsten Fall führt die Schuld dazu, dass man Leute tötet, daher das Kreuz. Guilt, the fact of having committed a breach of conduct, especially violating law and involving a penalty. Jetzt etwas Philosophie, nachdem wir diese ersten Begriffe geklärt haben.
Gut, jetzt wollen wir nicht groß in die Philosophie einsteigen. Man unterscheidet theoretische Philosophie und praktische Philosophie. Und bei der theoretischen Philosophie geht es um Logik und Metaphysik. Epistemology ist die Erkenntnistheorie und dann die Philosophy of Science, dass wir uns mal fragen, wie machen wir eigentlich Wissenschaft in eher abstraktem Sinne. Und dann kann man eben auch immer weiter im Detail gucken, nicht nur Science, sondern auch Technology. Dann haben wir also die Philosophy of Technology. Und was gibt es dann so für Technologien? Da sind wir dann bei der Philosophy of Engineering. Ja, und dann haben wir Aeronautical Engineering oder wenn wir Space mit reinnehmen, dann haben wir die Aerospace Philosophy. Und das ist dann dieser Zweig, wo ich gedacht habe, den könnte ich doch mal aufmachen. Vielleicht könnte ich auch mal darüber veröffentlichen, aber so weit bin ich noch nicht gekommen. Und dann gibt es neben der theoretischen Philosophie die praktische Philosophie. Da geht es unter anderem um die Ethik. Und die Ethik kann aufgeteilt werden in die normative Ethik. Das ist wieder so der theoretische Anteil von der Ethik. Und da spielt Kant dann eine große Rolle. Oder auch die angewandte Ethik. Und dazu gehört dann wiederum die Wirtschaftsethik oder Business Ethics. Und da geht es um Sachen wie Corporate Practice, Profit Maximizing oder Non-Economic Concern. Schauen wir uns also die Wirtschaftsethik an, Business Ethics. Regulates details of behavior that lie beyond governmental control. Also, durch Gesetze und Regularien kann der Gesetzgeber auf die Wirtschaft einwirken. Es gibt da aber noch einen Bereich, wo man sich dann noch etwas mehr erhofft von der Wirtschaft, als nur brav die Gesetze und Regularien zu befolgen. Und diese Sachen, die sollten dann irgendwie in der Ethik liegen, eben in der Wirtschaftsethik. Und wenn das dort nicht so genau genommen wird, dann nennt man diesen Bereich unethical business practice. Und was gehört dazu? Wenn das Wirtschaften unethisch wird, dann geht es darum, dass man Verträge verletzt, dass man irgendwelche Preisabsprachen schließt, entgegen dessen, was man wohl machen sollte, dass man irgendwie konspirativ gegen die Bevölkerung vorgeht oder in irgendeiner anderen Art und Weise betrügt. Und wenn man jetzt in diesem Bereich unethical business practice ist, dann läuft man Gefahr, dass man hier in so eine negative Sequenz kommt. Und das ist das G hoch 4. Das ist nämlich Growth, Gain, Greed and Guilt. Und ich schreibe das so hier in den Satz rein. Continuous growth to increase gain to satisfy shareholder expectations and greed can lead to an ever more ruthless industry behavior accumulating guilt in the end. Und da gibt es einige berühmt-berüchtigte Beispiele dazu aber später mehr. Natürlich kann das mit der Wirtschaftsethik auch sich positiv entwickeln. Vielleicht hat jemand Corporate Social Responsibility Standards aufgestellt, CSR. Und wenn man bei Airbus im Internet guckt, dann geht Airbus aus von dem Begriff Sustainability, untergliedert in Environment, Health and Safety, Human Rights, Corporate Citizenship, Inclusion and Diversity. Bei einigen Begriffen, da weiß man sicherlich jetzt, was darunter zu verstehen ist. In anderen Bereichen, wie vielleicht Corporate Citizenship, muss man da nochmal nachlesen. Ich habe jetzt hier mal weiter aufgeklappt bei Environment. Da geht es bei Airbus um Decarbonization, CO2 reduzieren, Product Responsibility, Sustainable Supply Chain. Also die Sachen dort kaufen, wo sie auch ethisch produziert werden. Und es geht natürlich um das Future Aircraft mit all den Parametern, die für die
Umwelt gut sind, so wie Brecht uns das vorhin erklärt hat. Ein Autor, Carroll, hat eine Pyramide erstellt für die Corporate Social Responsibility und hat gesagt, die Basis jedes Unternehmens ist natürlich, dass man eine Economic Responsibility hat. Man muss ja das Unternehmen durch die Stürme der Zeit führen. Und darüber steht dann die Legal Responsibility, wenn ich das Unternehmen durch die Stürme der Zeit führe, was sicherlich das Grundbestreben erstmal ist, dann kann ich das unter Beachtung der Gesetze machen oder notfalls auch unter Missachtung der Gesetze. Aber wenn man das versucht, unter Missachtung der Gesetze zu machen, dann geht es vielleicht eine Weile gut, aber irgendwann kommt man in Probleme, sei es nur Bilanzfälschung, Wirecard, was wir gehört haben. Wenn man sich jetzt rechtlich korrekt als Firma aufstellt, dann hat man darüber hinaus über die Befolgung der Gesetze dann eine ethische Verantwortung, die Ethical Responsibility. Und wenn man das auch alles so halbwegs vernünftig ethisch abwickelt, dann gibt es aber noch die Philanthropic Responsibility. Man kann sich ja als Firma, besonders einfach, wenn man Alleinunternehmer ist, als Mäzen dann betätigen und richtig viele gute Sachen für die Gesellschaft machen, die so jetzt auch nicht unbedingt hätten erwartet werden können und dann viel Applaus finden. Ich habe das mit dem Gesetz mir noch mal ein bisschen genauer angeguckt. Welche Company Policies haben wir denn da vielleicht related to Business Ethics und im Sinne der Legal Responsibilities? Also es gibt Gesetze. Und bei den Gesetzen gibt es solche, die eingefordert werden, Law Enforcement, wie es auf Englisch heißt. Und es gibt eine schwache Einforderung bei der Einhaltung der Gesetze. Wenn ich da drüber hinweggehe, dann lache ich da nur drüber, weil es mich nicht wirklich gestört hat. Aber es gibt auch solche Einforderungen der Gesetze, die dann schon die Firmen empfindlich treffen. Und wenn man jetzt schwach ausgeprägte Vorstellungen hat, was die Befolgung der Gesetze angeht als Firma, dann würde man vielleicht sagen, ja, wenn es ein Gesetz gibt, dann will ich mich daran halten, aber nur dann, wenn es auch eingefordert wird. Aber wenn es eingefordert wird, dann aber auch nur dann, wenn es die Firma heftig trifft, wenn ich es nicht mache. Und der Nächste würde sagen, ja, also so will ich es jetzt nicht sehen. Also wenn da ein Gesetz ist, das sagt mir irgendwas, dann muss ich es ja nicht unbedingt beachten. Aber wenn es dann auch noch eingefordert wird, ja, egal, ob ich dann nun bei Missachtung bestraft werde oder nicht oder nur mild bestraft werde, dann will ich mich da dann vielleicht doch drum kümmern. Und der Nächste, der es noch genauer nimmt mit dem Gesetz, der sagt, ja, es gibt ein Gesetz und ich beachte das Gesetz. Weil die Gesetze haben ja sogenannte normative Wirkung. Wir haben einige Gesetze, die sind nur dafür da, dass sie den Leuten mal sagen, wo der richtige Weg ist, obwohl es nicht verfolgt wird. Aber wenn man gut mit dem Gesetz umgeht, dann befolgt man alle Gesetze brav, egal ob sie verfolgt werden oder nicht. Und dann gibt es vielleicht noch den, der dann sagt, und hier geht es eben in Richtung dann auch der Business-Ethik. Ich befolge alle Gesetze und ich benehme mich auch als ein ehrbarer Kaufmann. Code of Respectable Businessmen. Um das noch ein bisschen deutlicher zu machen, möchte ich das mit einigen wenigen Beispielen unterlegen. Bei der Maskenpflicht ging es ja jetzt auch darum, es gibt Gesetze in den Bundesländern, dass eine Maske getragen werden muss. Aber irgendwie steht da vielleicht noch eine Strafe dabei, wenn ich es nicht tue. Aber eigentlich weiß jeder, da passiert schon nichts. Und sonst setze ich sie schnell auf in dem Moment und dann komme ich auch damit durch, wenn ich sie dann auf habe und schnell aus der Tasche gezogen habe. Also mir passiert da nichts. Weiter geht's.
Wir kommen auf die Case Studies. Und der erste Fall hat jetzt gar nichts mit dem Flugzeug oder der Luftfahrt zu tun. Das ist der Ford Pinto Case. Und da ich mal mit einer Philosophielehrerin gesprochen hatte, die dann auch in dem Bereich Ethik, in dem Bereich unterrichtet hat, hat sie mir gesagt, Ford Pinto ist der Klassiker für Business Ethik. Und die Geschichte war so, Ford USA, Anfang der Kleinfahrzeuge. Das Fahrzeug wurde entworfen mit einem Kraftstofftank, der irgendwo zwischen der Hinterachse und der Stoßstange angeordnet war. Dann stellte man aber fest, wenn das Auto, dieser Ford Pinto, einen Auffahrunfall hatte, dass der dann in Brand gerät und geraten konnte. Der Kraftstoff hat sich in der Kabine dann noch verteilt, sodass die Leute schwerste Verbrennung davon getragen haben und teilweise daran gestorben sind. Die Ingenieure von Ford haben dann eine Cost-Benefit-Analysis gemacht. Also ich erkläre das jetzt hier etwas kürzer. Und da ist dabei rausgekommen, dass man den Kraftstofftank verbessern könnte an dem Auto. Das würde auch nur $11 pro Auto kosten. Da aber schon 12,5 Millionen Autos rumfuhren, belief sich das dann nun auf stattliche $137 Millionen. Also eine Menge Geld. Dann hat man sich überlegt, ja, wie schlimm ist das denn, wenn wir das Auto nicht reparieren? Und ist darauf gekommen, dass man pro Jahr 180 Todesopfer vermeiden könnte und 180 Schwerverletzte. Dann hat man diesen Todesopfern Werte zugeordnet, was man über Lebensversicherungen machen kann. Und dann ist man darauf gekommen, dass der Vorteil der Reparatur für die Gesellschaft sich nur auf 49,5 Millionen belaufen würde. Also viel weniger als das, was es Ford kosten würde. Und so ist man darauf gekommen, dass man die Autos einfach mit dem Kraftstofftank fahren lässt und die Toten in Kauf nimmt, weil es so einfach billiger ist. Irgendwann ging die Rechnung aber dann doch nicht auf und Ford wurde verklagt. Es gab dann insgesamt 117 Klagen, wo Ford dann auch nach dem amerikanischen Gesetz dann pro Fall viele Millionen zahlen musste. Und Ford wurde natürlich dann angekreidet, dass sie überhaupt diese Rechnung aufgemacht haben und Leben gegen Profite gestellt haben. Also, was soll der angehende Philosoph im Unterricht daraus lernen? So geht es nicht und Wirtschaftsethik wird so wie bei Ford ganz verkehrt gemacht. So, das ist der Klassiker aus dem Lehrbuch. Und jetzt kommen wir zu den Sachen, die wir so in den letzten Monaten lesen konnten. Fangen wir mal an mit A wie Airbus. 3,6 Milliarden Strafe freiwillig gezahlt von Airbus wegen überführter Bestechlichkeit. Es gab also eine Reihe von Korruptionsvorwürfen gegen Airbus. Und das lief dann wohl so, dass Airbus sich weiterer Personen, die jetzt nicht Mitarbeiter waren, bedient hat, die auf Kommission dann bei Verkaufskampagnen geholfen haben und dann dafür gut belohnt wurden, wenn es zum Verkauf kam. Und dann hatten die auch die finanziellen Möglichkeiten, um dafür zu sorgen, dass so eine Verkaufskampagne zum Erfolg führt. Also die konnten bestechen und so konnte Airbus dann immerhin vielleicht sagen, wir bestechen ja nicht selber, das sind irgendwelche anderen Leute, mit denen wir nichts zu tun haben. Aber natürlich konnte man vielleicht nicht Tom Enders selber, aber den Leuten unter ihm nachweisen, dass sie das natürlich gezüchtet hatten, das ganze System. Und Airbus hat das dann ja auch zugegeben. Warum hat Airbus sich dann überhaupt dieser Zahlung von den stattlichen 3,6 Milliarden Euro gestellt? Weil Airbus gemerkt hat, dass wenn sie so weitermachen,
dass sie sowohl öffentliche als auch kommerzielle Aufträge nicht mehr bekommen würden. Und dann haben sie sich ausgerechnet, dass der Schaden der entgangenen Umsätze dann größer wäre, als jetzt sich mit den Gerichten zu einigen. Das war also in einigen europäischen Ländern, England, Frankreich zum Beispiel, also mehrere Länder, die dort hinter Airbus her waren. Und jetzt in Grün hier hervorgehoben, Fully Compliant Policy to be the Norm. Das hat Faurie dann verkündet. Working with Compliance with Rules and Regulations. Und da denken wir an das, was ich gerade eben gezeigt habe. Ist eine Firma in ihrem Geschäftsgebaren bereit, sich an Gesetze zu halten? Jetzt wollte man es machen, weil man einmal kräftig reingefallen war. Jetzt nach A kommt B, Boeing 737 MAX. Ist hier keine Zeit, das im Detail alles aufzudröseln. Haben Sie wahrscheinlich selber auch gemacht. Vielleicht nur die Eckdaten und mal so ein bisschen reingeguckt. 346 Personen sind gestorben in zwei Flugzeugabstürzen. Es ging um das Maneuvering Characteristics Augmentation System, MCAS. Und interessant auch im Sinne der Ethik hier ist, weil es bei Boeing eben um die Commonality ging, also Flugzeuge müssen gleich sein, die verschiedenen 737-Modelle, damit es zu keiner Umschulung im Simulator kommt, hatte man das MCAS versteckt und in den Handbüchern gar nicht ausgegeben. Erst nach dem ersten Crash hat Boeing zugegeben, dass es so ein System überhaupt eingebaut hat. Ist ja irgendwie, wenn ich das jetzt mal schon bewerten darf, ein Unding, einem Piloten ein Flugzeug zu geben, in dem wichtige Systeme in den Handbüchern und in der Schulung unerwähnt bleiben. Da hat Boeing ja nicht gelogen, hat ja nichts Falsches gesagt. Aber es gibt auch Leute, die sagen, wenn man Sachen verschweigt, von denen man ganz genau weiß, dass es nicht gut ist, die zu verschweigen, dann ist man nicht besser als ein Lügner. Ethik. Problematisch an dem MCAS war, dass es eben nur ein einziges System war. Single Point of Failure, konnte dann zur Katastrophe führen. Und jetzt kommt's hammerhart. Es wurde ein Transport Airplane Risk Assessment Methodology, TARAM, angewandt. Und zwar hat Boeing das gemacht und die FAA parallel. Das Dokument, was da rauskam bei dieser TARAM, das habe ich mir auch angeguckt. Flugzeugsysteme, Wahrscheinlichkeiten konnte ich so halbwegs nachvollziehen. Die Rechnung. Und dabei kam raus, if left uncorrected, the MCAS design flaw in the 737 MAX could result in as many as 15 future fatal crashes over the life of the fleet. Also wie viele Jahre Flugzeugleben da jetzt angesetzt wurden, häufig spricht man von 30, sei jetzt mal dahingestellt. Aber Boeing hatte also wissentlich mit einkalkuliert, dass dann, wenn man da jetzt so weitermacht, dann jedes zweite Jahr ein Flugzeug runterfällt. Und Boeing war auch bekannt, wie sich dann rausstellte, dass, wie es hier heißt, if a pilot did not react to unintended MCAS activation within 10 seconds, the result could be catastrophic. Ja, Testpiloten kamen damit zurecht, aber der normalsterbliche Pilot dann eben nicht. Und dass die 737-Flotte dann am Boden stand, hat Boeing dann wohl 18,6 Milliarden gekostet, an Kompensation für die Airlines und die Hinterbliebenen der Familien. Wenn ich das jetzt so erzähle, dann behalten Sie mal diese Punkte der Gesetzeskonformität im Hinterkopf. Wie weit hat man sich jetzt hier an Gesetze gehalten? Ist es nur der Bereich der Ethik? So. Lufthansa ist ja nun auch kein Waisenknabe. Die Zahlungen an die Hinterbliebenen des Germanwings-Absturz, die stottern wohl, sodass die Hinterbliebenen dort gerichtlich gegen Lufthansa vorgehen müssen.
wo ich nicht weiter darauf eingehen wollte, Lufthansa als Airline mit Cabin Air Contamination, trifft den Hersteller natürlich auch, macht da auch keine so gute Figur. Aber schauen wir uns mal was an, was denn so jeden von uns angeht, so wie meine Tochter zum Beispiel. Delayed Ticket Refunds. Also jemand hat einen Flug gebucht und wegen Corona kam der Flug nicht zustande, wurde gecancelt. Und hier heißt es, many customers have not received the ticket price refund for months. Es wird dann eingeworfen, dass die Lufthansa ja gerettet wurde und wie ein Rechtsanwalt sagt, waren in der Summe für Lufthansa durchaus auch die Milliarden dabei, die man dann nutzen sollte, um die Kunden hier glattzustellen und denen die Ticketpreise zu erstatten. Da hat Lufthansa dann aber wohl gedacht, das wissen wir besser, wir zahlen das einfach nicht zurück. Natürlich haben sie was gezahlt, aber eben nicht vollständig. Interessant ist, wie man in der Welt online lesen konnte, dass es nach EU-Regeln so ist, dass eine Airline den Ticketpreis innerhalb von 7 Tagen erstatten muss. Lufthansa war aber die Liquidität dann wichtiger, obwohl ja aufgrund der Rettungsaktion für genügend Liquidität doch gesorgt war. Und geht da so vorschriftenverachtend vor, dass sie es darauf ankommen lassen, dass das Ganze vor Gericht geht. Hoffen vielleicht, dass einige Leute keine Lust haben auf eine Gerichtsverhandlung und sie so davonkommen. Klar ist jedenfalls, wenn jemand klagt, dann wird Lufthansa verlieren und wird die Gerichtskosten noch obendrein zahlen, die ungefähr die Hälfte vom Ticketpreis ausmachen. Wie man das dann den Anteilseignern erklären will, das weiß ich dann auch nicht. Es war so, dass eigentlich solche Ticketerstattung bei der Lufthansa auch automatisch funktioniert. Die Computersysteme wissen das. Ein Flug ist ausgefallen. Man weiß, wer da drin gesessen hat, hat die Kontoinformationen und die Computer überweisen dann den Betrag kurzfristig zurück. Aufgrund aber der Sorge, die Liquidität zu verlieren, hat die Welt sagt nicht genau, ob es die Lufthansa war. Airlines dann dieses automatische System abgestellt und haben die Sache per Hand bearbeitet, woraufhin sie dann natürlich erklären konnten, dass das jetzt alles viel zu lange dauert. Der Gesetzgeber hätte durchaus die Möglichkeit, hier einzugreifen in Form des LBAs, denn für jeden Fall, wo das Ticket nicht innerhalb von 7 Tagen erstattet wird, können dann bis zu 30.000 Euro als Strafe verhängt werden. Und man kann auch damit drohen, dass die Lufthansa dann oder eine andere Airline die Betriebsgenehmigung verlieren würde. Das LBA befragt, hatte aber nur laue Angaben dazu gemacht. Man hat da wohl mal was losgeschickt, aber der Fall wäre noch nicht zu Ende. Also die Lufthansa reibt sich weiterhin die Hände, dass wir einen schwachen Staat haben, der zwar Regeln aufstellt, wie hier zusammen mit der EU, aber die Regeln dann nicht einfordert. Jetzt noch zu den Lügen der Kabinenbelüftung. Das war jetzt ein Thema, was mich 8 Wochen Vollzeit beschäftigt hat, aber in aller Kürze. Worum geht es? Es geht um die Luft im Flugzeug, es geht um den Luftwechsel und es geht um die Art der Strömung in der Kabine. Und die falschen Aussagen, man könnte auch sagen, die Lügen der Luftfahrtindustrie, und hier lügt der Flugzeughersteller Airbus, Boeing oder die Airlines, Lufthansa, alles vor der Kamera, unisono. Die Luft im Flugzeug wäre angeblich so gut wie in einem Operationssaal, und zwar käme das durch die HEPA-Filter. Man kann das auch in einem Wort sagen, Operationssaal heißt die Lüge. Der Luftwechsel würde in der Flugzeugkabine komplett nach 2 bis 3 Minuten abgeschlossen sein. Dafür gibt es auch ein kurzes Wort und das kommt von unserem Verkehrsminister, der ja gebrieft wurde und zwar so, dass er das auch mit einem Wort sagen kann. Diese Lüge heißt Frischluftquote, nicht zu verwechseln mit der Frauenquote, das ist was anderes. Die Technik des Flugzeugs wird mit der Frischluftquote beschrieben.
Und die Luftströmung im Flugzeug geht nur von oben nach unten. Und es gibt dort keine horizontale Strömung, weder seitwärts noch in Längsrichtung des Flugzeugs. Auch dafür hat man dem Verkehrsminister ein griffiges Wort genannt. Es ist der Klimavorhang, der von oben nach unten fällt. Und dann wurde gesagt, dass die Regeln für die Luftfahrt, so nett wie sie jetzt ausgefallen sind, Mittelsitz muss nicht freigehalten werden, eben deshalb kommt, weil man das wissenschaftlich geklärt hat. Wissenschaftlich geklärt heißt zusammen mit dem RKI, was von Flugzeugbelüftung keine Ahnung hat, sondern von Medizin. Und die Nachhilfe in der Flugzeugbelüftung kam dann vom Flugzeughersteller, der ja bekanntermaßen lügt. Herr Scholz und Herr Ich Grimmert, glaube, ich könnte ich erkläre Ihnen hier das jetzt gar nicht. Ich hören? zeige Ihnen nur auf, dass man es erklären kann und sogar mit Formeln. Herr Vielleicht Scholz. noch das Bildchen. Wir haben eine Kabine. Da kommt vorne Luft rein und hinten geht sie wieder raus. Und damit wird die Kabine belüftet. Das ist auch wichtig, weil ja nicht nur Viren in der Kabine drin sind, sondern auch CO2 ausgeatmet wird. Und da brauchen wir als die frische Luft von draußen. Die HEPA-Filter, die können jetzt nach übereinstimmender Aussage, aber so genau weiß man das nicht, wir gehen mal davon aus, Viren zu nahezu 100% herausfiltern. Aber das ist ja nur die Rezirkulation, so eine Umluftanlage, die jetzt auch für Geschäftsräume und Krankenhäuser diskutiert wurde, wo man so ein Gerät einfach reinstellt. Und daher ist hier klar, dass der HEPA-Filter nicht so funktioniert wie im Krankenhaus, im Operationssaal, wo er bei der einströmenden Luft genutzt wird. Die Gleichungen zeigen dann für den stationären Fall die Konzentration von was immer ergibt sich als Quotient aus der Belüftungsstärke und der Quellstärke in Form von ausgeatmetem CO2 oder ausgeschleuderten Viren und ist dann im Wesentlichen konstant, aber nicht null, weil die Quellstärke jedenfalls bei CO2 nicht null ist und bei den Viren dann nicht null, wenn eine erkrankte Person an Bord ist. Die Frischluftquote, Austausch vollständig in 2 bis 3 Minuten, da hat man hier die E-Funktion nicht verstanden, auch wenn man Airbus oder Lufthansa heißt. Und zwar ist es so, dass nach der E-Funktion, wo eine optimale Mischbelüftung unterstellt wird, mit Eta gleich 1, was aber auch nicht der Fall ist, nach einem Luftaustausch die Anfangskonzentration auf 38% abgenommen hat und insgesamt asymptotisch runtergeht. Und den Klimavorhang hat man so nicht, wie hier Strömungsvektoren zeigen oder auch eine Strömungssimulation, wo durch rote Punkte die Verteilung der Tröpfchen von einer Person angegeben sind. Alles von der Purdue University in Strömungsvisualisierung. So, zur Zusammenfassung verweise ich jetzt ganz schnell eigentlich nur noch mal auf die Folie, wo ich gesagt habe, wie man mit dem Gesetz umgehen kann. Und auch wenn wir es jetzt gar nicht mehr so ganz genau aufdröseln wollen, ich habe den Verdacht, dass sowohl bei den Case Studies mit Airbus, Boeing und Lufthansa wir durchaus Fälle gesehen haben, wo Gesetze gebrochen wurden, Gesetze, die durchaus auch eingefordert werden können und Gesetze, die, wenn sie dann zu der Bestrafung führen, auch entscheidende Konsequenzen für die Firmen dann jeweils haben. Aber alles das hat die Firmen nicht davon abgehalten, auf diesem nicht nur ethisch, sondern auch rechtlich Abwägen sich zu bewegen. Und da muss man jetzt hier mal ganz deutlich sagen, Freunde, so geht das nicht. Wenn ihr hier in der Gemeinschaft mitspielen wollt, dann benehmt euch. Euer Verhalten ist nicht akzeptabel. Und wenn ihr es nicht begreift, dann müssen die Strafen eben drakonischer ausfallen, damit ihr es irgendwann begreift. Und Minister wie den Verkehrsminister, der sagt, die Situation ist ernst. Die Situation ist verdammt ernst. In dieser Situation darf man der Luftfahrtindustrie keine, ich wiederhole, keine Vorschriften machen. Alles Zitat. Kann man bei mir auf dem YouTube-Kanal nachsehen.
solche Minister sitzen nicht an der richtigen Stelle, weil sie Lobbypolitik machen und die Gesellschaften nicht vor gefährlichen Firmen schützen.